Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3. Heute wieder unterwegs in meinem 500 Abo Special. Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist in der letzten Folge endgültig unsere Lokomotive verreckt, wenn man so ausdrücken kann. Und wir fahren jetzt in der heutigen Folge ja unsere Abschlepplok in Anführungszeichen von, ja, wo sind wir jetzt gerade? Koblenz bis nach Mainz. In Frankfurt bzw. in Bad Vilbel wird sie dann auch unseren Zug ablösen und quasi ein Ersatz für die V60 sein. So der Plan zumindest. Und ja, mal gucken, was so passieren wird. So, wir müssen natürlich mal eben schauen, ob wir hier den Hobel klar Schiff machen. Das hat jetzt alles hervorragend funktioniert hier. Rot. Den können wir ausmachen. So, das ist Fahrt. So. Dann haben wir auch wieder so einen schönen Oldtimer. Ja. Und im weiteren Verlauf kann man sagen, wir haben auf jeden Fall ein Gleisdreieck in Frankfurt. Hat den Vorteil, wir können die Lok dann doch drehen. Das nur so am Rande. Und ja. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir können die Lok drehen. Wir können dann fangen wir an, beziehungsweise wir können die Lok drehen. Ankunft ist voraussichtlich in Koblenz beziehungsweise in Frankfurt. Um 10, um 11 Uhr sind wir dann in Bad Vilbel. Dann sind wir circa, wenn wir gut durchkommen, 1 Uhr im DB-Museum, beziehungsweise auf der Moseltalbrücke, weil das Lindau-Stück fehlt ja leider. Zwangs reingeholt. Mir fällt direkt wieder ein, warum ich hier eigentlich keine Siefer reinhaue. Aber sie scheint jetzt aktuell zu gehen. Ah, das Problem ist, ich meine, das ging nicht. Nein, die macht Probleme. Sowohl die Siefer als auch die PZB. Aber wir probieren unser Glück mal. Deswegen mal schauen. Und ja. Mach mal ein Fenster auf. Klingt dann ein bisschen schöner. Ja, den können wir auch mal schließen. Das brauchen wir auch nicht. Den können wir auch zumachen. Ja, und dann mal gucken, was noch so anstehen wird. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen bis Mainz. Wir werden es sehen. Das sieht direkt wieder. Da sind wir wieder bei 45 gekommen. Wir waren noch im Wechselblinken. Das ist nämlich echt blöd, hier alles zu erkennen, was man alles so hat. 440, 1000 Hertz, 500 Hertz. Das ist echt bescheiden gelöst hier. Ja. Verkürzter Bremsweg. Wir lassen sie aus. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf den Plunder. So, wir lassen sie komplett aus. Wir müssen mal gucken, schickt ihr uns Gegengleisfahrt durch oder kommen wir auch wirklich so wie es soll da an? Ich weiß es nicht. Bis jetzt sieht es ja alles gut aus. Hatten wir in der Vergangenheit das Problem mit. Aber ich glaube, es könnte wirklich eine komplette Normalfahrt werden. Ja, sieht gut aus. Heißt, es ist nur die Frage, wann wir hier eine Abfahrt erwarten können. Aber gut. So.
bin ich mal gespannt, wann wir hier unsere Ausfahrt bekommen. Und ja. Sieht doch schon gar nicht mal so verkehrt aus. Echt noch interessant hier. Also Ausfahrt in Koblenz. Habe ich die Siefer eigentlich jetzt an? Ja. So. Ja. Weil PZB Störung. Okay, da halten wir uns heute mal nicht dran. Wir fahren schon ein bisschen zügiger. Bekannte Mods findet ihr natürlich unten wie immer in der Modliste, na ist ja klar. Ich bin mal gespannt, ob wir dann auch gleich Regen kriegen. Quasi gestern zur gleichen Zeit in Stockheim bzw. Lindheim. Wer weiß. Das hat es auch, dass der Tacho nicht richtig geht. Wie schnell dürfen wir mit dem Hobel überhaupt fahren? Ich glaube 100, ne? Ja, 100. Tacho geht nicht. Gut, fahren wir halt ohne. Hauptsache wir wissen das. Ja, und jetzt heißt es erstmal gemütlich durchs Rheintal. Dann mal schauen, ne? Aber auch hier hat der Nick Hawk natürlich ein sehr, sehr schönes Reband gebastelt. Muss man ja ehrlich sagen. Wichtig zu wissen ist auch, dass eine Lok, die eigentlich hätten wir ja eine aus Bochum bekommen müssen, ein Problem wäre. Die wäre frühestens 16 Uhr in Bad Wilbel angekommen. Dann wäre die ganze Tour natürlich kaputt gewesen. So haben wir Glück gehabt, dass der Hobel hier quasi vom DB-Museum verliehen wird an uns und unseren Ersatz fahren darf. Muss man ganz klar sagen, danke dafür. Und ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sie wird dann auch nachher, die Dampflok wird in Koblenz auch erstmal verbleiben. Das heißt, weitere Rückfahrten werden auch andere Lokomotiven durchführen. Ich denke, dass wir wieder mit der Lok nachher dann wieder hochfahren dürfen bis Stockheim. Wenn alles klappt, wird uns dann ja entweder eine moderne oder alt Schnellzuglok bis nach Köln bringen. Ja, wird man sehen. Aber das ist wohl noch in der Aufbearbeitung parallel. Und wir werden sehen. Ja, wir haben ja eh Schnellzugwagen, also bietet es sich eh an. Bloß wir auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Ne? Müssen wir den Schnellzug wagen. Tja.
mal aus dem Fenster gucken. Der hält echt gut. Stufe 5 hält er echt schön die Geschwindigkeit, das ist nicht schlecht. Muss man ja auch wissen, ne? Aber auch gut zu wissen, dass der Tacho. Das ist meine Tachoanzeige, das ist ja der Kasten hier. Dass der sagt, nö, ist nicht. Und ja. Aber ihr seht ja auch hier die Anzeigen, das ist alles ein bisschen PZP ein, dann wieder aus. Also die ganze Lage ist leider ein bisschen buggy. Man auf jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren drauf, dass die mal gefixt wird. Beziehungsweise wahrscheinlich schon andere Leute schon seitdem es die Lok im Spiel gibt. Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Na gut, was wir mal machen. Aber dennoch, V100. Auch wenn es die DDR-Variante ist, also die von der Reichsbahn, ist eine schöne Lokomotive. Muss man ehrlich sagen. Gerade hier im Antlitz der Baureihe 114, das ist ja die originale Lokbezeichnung, zu Reichsbahnzeiten gewesen. Scheint ja wirklich gut zu gehen hier heute. Ja. Aber echt mies mit den Bremsen von der Lok, ey. Ich bin ja ganz ehrlich, habe ich nicht mitgerechnet. Also ich habe mich ja schon gewundert, als wir losgefahren sind, dass wir nicht bremsen können vernünftig mit dem Ding. Aber umgekehrt, dass die dann angezogen sind und angezogen bleiben. Wenn man die Lok die so gesehen Lok schieben fährt, wenn man so sieht, also Tender voraus, habe ich noch weniger mit gerechnet. Ja, schade. Schade, schade. Durch das schöne Rheintal. Was man hier leider schlecht gelöst hat, ist wirklich dieses Aufploppen von Pflanzen. Die Sichtweite allgemein ist einfach ein bisschen zu kurz gehalten. Muss ich sagen, ist zwar ressourcenlastiger, haben sie aber auf einer Niddertalbahn hat man das schöner gestaltet. Guck mal, jetzt ist erst der Berg aufgeploppt, also und die hinten sind noch kahl bei der Sichtweite. Ja, natürlich ist das ressourcenlastig. Sicherlich wollte man das auch noch hinkriegen, dass man die die Strecke auf der PlayStation 4 spielen kann. Aber trotzdem. Da hätte ich mir auch mehr gewünscht. So, welcher kommt zuerst? Links oder rechts? Was sagt ihr? Ich sag wir. Ich weiß es aber nicht. Ah, wir. Was mir auch auffällt, das Makrofon ist auf der Niddertalbahn deutlich lauter als hier. Und ja. Schöne Impressionen hier auf jeden Fall. Ah, und da kommt der Kollege. In dem Fall mit einer Lok von Lavan Entertainment. Da müsst ihr auch mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Er macht wirklich viele Videos im Bereich Train Sim World, aber auch Sim Rail, Transport Fever oder auch andere Sachen wie Indie Rails. Könnt ihr echt mal gut reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Absolute Empfehlung. Das dazu. Ja.
und die Lok ist auch vom lieben Trainfan DB ÖBB gebaut worden. Beziehungsweise lackiert worden. Also wirklich ein klasse Ding. Kann ich nur empfehlen. Oh, unser Tacho funktioniert anscheinend wieder. Schon was ganz Besonderes. Glaube ich. Ah, okay, auch nicht. Also war jetzt mal aktualisiert. gut, Komfort. Egal. Aber schöne Rheintal, ne? Wirklich eigentlich die schönste Strecke in Deutschland. Oder eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste. Das hier mit den Bäumen, ne, das habt ihr echt vergeigt. Muss ich ja ehrlich sagen. Das habt ihr vergeigt. Berge, die dürften jetzt echt nicht kahl sein. Ja, jetzt geht es, aber dann auch nur mal so blockweise. Schade. Also da verschenkt das Spiel jetzt gerade wirklich auf, gerade auf dem Rhein, deutlich an Potenzial. Was hier auch wieder auffällt im Vergleich zur Niddertalbahn. Die Open World, zumindest im freien Rumfliegen, ist wieder vorbei. Aber wir müssen mal, ich weiß, die Kameraführung ist gerade bescheiden. Da wurde ich ja schon mehrfach von euch darauf hingewiesen. Aber, was will man machen? Aber das mit der Sichtweite ist echt immer so eine Sache. Schade. Also dadurch wird wirklich viel Potenzial auf der Strecke verschenkt. Weil es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke, ne? Aber... ja, gut, ich sag da jetzt nichts so. Also sowas erlebt man halt auf der Niddertalbahn nicht, muss ich ehrlich sagen. So im direkten Vergleich, jetzt hat man es wieder, wir sind ja gestern Niddertalbahn gefahren, wir fahren morgen wieder auf der Niddertalbahn ein Stück. Da seht ihr dann den direkten Vergleich zwischen den beiden Strecken bei den gleichen Grafikeinstellungen. Und ja. Also da geht mehr. Ist Luft nach oben, hat man auf der Niddertalbahn wirklich gut. Zeigt. Was sind wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Ah, dafür bremsen. Haben wir auch noch vor uns. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Jetzt bleibt die Frage, wo das Signal steht. Tod, Leben, Tod, Leben. Nein, Spaß beiseite. Aber... wo ist denn das Signal? Auf das wir zufahren. Ah, wir dürfen wieder. In Form einer Langsamfahrt aktuell. Naja, auch nicht mehr, gut. Tempo 100. Ja, schneller dürfen wir eh nicht fahren, also von daher passt das schon. Ich dachte mal, macht das mal mit bis Tempo 100. So, 80. Und ja, auf wie geht's? Schon schön aus. Ich muss ja sagen, ich habe ja mehr Spaß in der Außensicht. Würde ich in echt wahrscheinlich nicht machen.
aber habe ich mehr Spaß dran. Aber ich darf ja nicht schneller als 100. Gut. Naja, ansonsten, ich sag mal so, landschaftlich ist es halt hier wirklich eine absolute Empfehlung durchzufahren. Ja, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich also auch ein echt absolute Empfehlung, hier mal die Rheinstraße hochzufahren. Also sprich, ihr müsst eigentlich nur ab Köln der B9 folgen. Immer weiter in Richtung Süddeutschland. Läuft ja ab Bonn ungefähr parallel zum Rhein. Ticken weiter danach, aber beziehungsweise spätestens ab Koblenz. Ich meine davor auch schon. Gerade ab Koblenz ist es wirklich Traum, Traum. Absolut ein Traum. Wir haben echt einen Zug vor uns, ey. Junge, Junge, Junge. Fängt es an zu regnen? Um 18.18 Uhr? Das ist jetzt ein Witz. Wir haben zu der gleichen Zeit mit dem auch gerechnet, ne? Das ist jetzt echt ein cooler Zufall. So, wir machen hier einen Scheibenschaden. Den momentan brauche ich noch nicht. Ich habe noch keinen Tropfen auf der Windschutzscheibe. Ab. Ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal einen Scheibenschaden machen. War der da hinten? Ja, genau. So. Scheibenschaden. Machen Sie mal an. Also bis jetzt scheint es wohl gut zu gehen. Wir haben noch keine Regenflecken auf der Hauptstraße. Machen wir mal ein Fenster zu, ey, bevor ich hier noch komplett nass werde. Oh. Eieiei. Hat er echt nur einen... Der hat nur einen Drehregler. Tempo. Ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn wir hier wirklich durch so einen Regenschauer fahren. Aber, wer weiß, vielleicht ist es da hinten nachher besser, wo wir reinfahren. Wir werden es sehen. Erwarten. Eieiei. Dann ist aber echt ein Sauwetter. Jetzt haben wir wirklich bis Mainz immer dieses Stop and Go. Oh Mann. Dann aber Regen. Alles richtig gemacht, aber wirklich alles richtig gemacht.
ist natürlich schon eine Augenweide, unser Lückchen. Unsere Lokomotive. Auch die Lichtverhältnisse, da muss man ja schon sagen, haben sie schon hinbekommen. So. Sollte ich vielleicht mal komplett lösen, ne? Gegen die Bremse fahren bringt auch nicht immer. Ich glaube ja. Aber wo sind wir gerade? Mal eben gucken. Ne, sind wir noch nicht. Kann eigentlich nicht. Wir sind nicht an St. Gorf, aber. So, sind wir sogar schon durch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Kann doch nicht. Lorelei ist hier unten, oder? Eigentlich nicht. Nee, wir fahren jetzt zu St. Goa zu, ne? Wollte das sagen. Oh Gott, ist das ein widerliches Wetter, ey. Hammerhart. Das ist ja wirklich ekelhaft. Aber die Lichtverhältnisse haben sie schon wirklich schön gemacht. Dann wurde noch nicht gefixt. Ich dachte, heute kommt ein Update raus, aber nö, irgendwie nicht. Überholen wir jetzt hier gerade echt einen Güterzug? Ey, wie cool ist das denn? Das ist ja mal richtig nice. Und mit Zugüberholung. Ja, ey, das ist ja wirklich cool. Das heißt, wir haben jetzt freie Fahrt. Ich denke, ne? Müsste ja. Was aber auch lustig ist, weil wir ja eigentlich ein Sonderfahrzeug sind. Wir sind eigentlich in der Prioritätenliste ganz unten, dass wir jetzt Güterzug überholen dürfen. Ja, interessant. Naja, gut. Ah, ne. Das sind wir gar nicht. Oh. Waren wir gar nicht. Wir haben noch einen vor uns. Hier ist aber wirklich viel Verkehr. Finde ich gut. Finde ich echt klasse. Haben sie schön gemacht. Also ich meine, der letzte Tour wirkt ja ein bisschen leerer, aber jetzt ist hier wirklich schön viel Verkehr.
Dann räumen wir doch mal eben hin. Oh, das hat ein Sauwetter. Jetzt bin ich natürlich im roten Block drin. Aber bringt ja eh nichts, wir haben da vorne eh wieder einen Halt. Also hier ist wirklich viel. So. Jetzt haben wir nämlich einen St. Goa gleich. Nicht ins Wechsel blinken. Ja, die Bahnschranken sind leider geöffnet. Das ist auch so eine Sache. Muss auf jeden Fall gefixt werden. Dringlichst. Hat das Ding ein Vordach? Vielleicht eigentlich... Ah, der hat wirklich ein Vordach drauf. Deswegen haben wir da keinen Regentropfen drauf. Ah! Das ist natürlich clever. Ich wundere mich die ganze Zeit, weil wir haben ja eigentlich wirklich zwei, drei einzelne Tropfen, wenn überhaupt. Ja, hier so, wirklich so zwei, drei einzelne. Da oben einen, da. Okay, der bleibt auch. Und jetzt von St. Goa. Ich war hier vorne angekündigt, ne? Ujo. Auf in den ersten Tunnel. Eigentlich nur mit 90 fahren. Machen wir 96. Oh, ist ein bisschen zügig. Und eigentlich ist da ein Asphaltparkplatz. Den können wir jetzt gerade gar nicht erkennen. War doch hier, ne? Oder? Hat schon wieder Labern im Dienst. Wahrscheinlich. Nun ja. Und hier ist wieder die Asphaltstraße. Von der Lorelei zur Linken. Ja, glaubt er nicht. Ah, schön, ne? Ist das nicht schön, diese Textur? Haben sie einfach vergessen. Wasser drüber zu pinseln. So darf natürlich auch nicht passieren. Muss man ja ganz klar sagen. Ich weiß auch, wie laut diese Lok da ist. So, vielleicht kriegen wir diesmal hin, weil ich würde die vielleicht doch gerne mal
So. Ein Kammerecktunnel. Ich denke, wir fahren eigentlich auf rotes Signal zu. So. Da müsste ja da vorne auch irgendwo leicht zu sehen sein. Oh, haben wir die Lorelei jetzt auch schon überlebt. So. Interessant ist wirklich, ob man jetzt hier auch Regentropfen hat, die einfach vorne bleiben. Ha! So vereinzelt mal eine runterkommt, aber... Ja gut. Ich hoffe, dass wir nachher wieder einigermaßen trockenen Fuß haben. Ach ja. Huh. Ich weiß auch nicht, hinter was wir herfahren. Ob das ein Güterzug ist, Intercity. Vermutung Güterzug, aber ich weiß es nicht. Was nur ziemlich nervig langsam wird. Aber ist natürlich auch interessant, ne? Also so mal zu sehen, wenn man hier wirklich 100 Kilometer über dem Daumen Stop and Go fahren muss. Ja, Oberwesel. Auf der Stadtmauer kann man übrigens echt auch spazieren gehen. Ja. Was fahren wir denn da hinterher überhaupt? So, warte mal, warte mal. Was ist das? Hat ein Lokenpower Triebzug. N-Wagen-Triebzug, denke ich mal. So. Gut, wenn wir wieder fahren dürfen, ist das ja nicht verkehrt. Dann ist es ja nicht verkehrt. So, also Abflug. Ach jo, und ansonsten, wenn euch dieses Video bisher gefällt in diesem Regen, ne? Dann
gebe dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Ansonsten gerne auch mal ein Abo da lassen. Seid auch immer auf dem neuesten und laufenden Stand. Gleiches gilt natürlich für die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, mal gucken. Ah, also, war noch 38 Kilometer Luftlinie. Eieiei. Oh, schon wieder zu schnell. Ja. Missionen und so, ne? Ich hab ein Problem, ich krieg langsam Durst. Und ah doch, ich hab noch einen Schuss, haben wir noch da. Ah. Wetter ist quasi fast wie in echt, ne? Also gut, inzwischen haben wir nicht mehr den 24. Aber Wetter ist fast wie in echt. Also das muss man ja schon sagen. Na, 24. März 23. Oh! Da habe ich nicht aufgepasst. Alles egal. Dann waren wir von der Taiwan immer noch im Jahr 92 gefangen. Sollte natürlich nicht so sein. Aber. Gut. Erklärt dem Spiel mal einen Zeitwechsel, ne? Von knapp 20 Jahren. Oder 15. Ne, 20. 30. 30. Boah, bin ich. Ja, kommt woanders. 92, jetzt haben wir 23. 31 Jahre Unterschied, ne? Nun, bin ich schon wieder. Hat ärgert mich immer hier. So. Ach ja. Kann ich langsam mal wieder aufhören zu rechnen? Einfach nein. Einfach nein. Naja, gut, dann rechnen wir weiter. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. So. Zwangsbremsung. Naja, gut. Dann haben wir noch einen Zwangsuns reingeholt. Ah, Gottchen. Aber für eine Zwangsbremsung zieht der aber so gar nicht, wa? Rutscht die?
glaube, die rutscht, wa? Kann das sein? Ich glaube, wir rutschen, ja. Oh. Ich glaube, das ist über unsere Rettung, weil wir jetzt gerade wirklich die Zwangs reinbekommen haben im Baccarach. Das ist nämlich der schöne Bahnübergang wieder. Kein Auto von rechts. Er rammt uns. Er hat's wohl überlebt. Ich gehe davon aus, er wird uns überlebt haben. Ja. Nun ja, komm, 35 Kilometer ist jetzt ja nicht mehr ganz so weit. Nicht mehr ganz so weit, sagt er. Ja, aber gut. Vielleicht haben wir ja bis dahin wieder trocken. Ich gehe nicht davon aus. Aber wir sind ja auch noch ein gutes Stück weg. Ja, das darf man nicht vergessen. Da sind noch zwei Wetterzonen zwischen. Hängt da so niedrig die Oberleitung, dass sie mir durchs Dach hängt? Okay. Kann man mal machen. So. So, Lille. So. Habe ich nicht auf die Signale geachtet, ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe, es wird gut gehen. Da wir ja eigentlich keine PCP aktiviert haben, hoffe ich gerade wirklich, dass es gut gehen wird. Aber ich sag, es wird gut gehen. Wir werden nicht über ein rotes Signal fahren. Wenn doch, haben wir ein dickes Problem. Aber wir kriegen jetzt eh erstmal ein Vorsignal angekündigt. Also scheint es wohl gut gegangen zu sein und wir haben sogar grün. Gut. Ja. Müsste schon wieder verdrückt. Ich will eigentlich nur die Sie verdrücken. Die Weg drücke ich dann immer aus Reflex doch die Escape-Taste. Das erinnert mich irgendwie so ein uraltes YouTube-Video. Wo ist die Escape-Taste? Wo ist die Escape-Taste? Wie ist das Ding denn nochmal? Also schon 20 Jahre, fast her. Das ist halt irgend so ein Junge am Ausrasten, haut dann die ganze Tastatur kaputt und solche Sachen.
Boah, ich weiß gar nicht, wie hieß das Ding? Existiert das Video noch? Ich guck mal, wenn ich es finde, schmeiße ich euch das nachher oben in die Videobeschreibung rein, wenn ich dran denken sollte. Aber gut. Aber mit dem Regen ist es natürlich schon gemütlich, ne? Also. Ach ja. Der Rhein. Der. Plus die Berge ohne. Warum haltet ihr an? Ich stehe da der Leitplanke. Ja. Wie dem auch sei. Also ist schon eine schöne Strecke gerade, echt. Schade finde ich eigentlich nur, dass man halt drüben ein bisschen auf die Pflanzen verzichtet hat. So wie auf die andere Bahnstrecke mit Bahnverkehr. Die Ortschaften zum Teil, es fehlen Schlösser, Burgen. Ja. Dass die Burgen nachts unbeleuchtet sind. Also. Die Liste ist hier doch schon wirklich lang. Ne? So. Ist da jetzt gerade einer ernsthaft mit uns vor der Habt ihr das gesehen? Ey, der hat echt Glück gehabt. Der war gerade fast von zwei Zügen gefasst worden. Alter Schwede. Also an den Bahnübergängen, das ist halt, müssen sie auch mal was machen, muss man ganz klar sagen. Wenn aber so einer durchfährt, na, ist ja okay, aber an jedem gefühlten dritten Bahnwagen fährt einer über die Gleise. Kann ja auch nicht sein. Das Problem ist auch, das habe ich neulich gehabt, wenn man dann mit dem Wagen davon so ein Auto erfasst wird, also auch für, und die wirklich dann da reinfahren, manchmal rechnet das Spiel halt auch aus, als hätte man eine Kollision, die man ja auch eigentlich hat, und man entgleist. Alles. Also wirklich so eine Sache für sich mit den Autos. Da muss ich hoffen, das wird auch bald mal gefixt. Ja. Ja, wie auch immer, bevor ich mich darüber weiter aufrege, fahren wir erstmal morgen wieder in der Talbahn. Die ist schön geworden, muss man ganz klar sagen. Ja, natürlich hat die Strecke auch ein paar Kleinigkeiten, man fliegen Laternen oder so, aber wir reden da von Kleinigkeiten und nicht von sowas Gravierendem. Also muss ich echt sagen, schöne Strecke. Ich würde es feiern, wenn TSG irgendwann auch mal was für Simrail bauen würde. Muss ich ehrlich sagen. Wenn die da irgendwie eine Kooperation mal eingehen sollten. Das wäre wirklich schon eine schöne Sache. Oder wie seht ihr das? Also stellt euch vor, eine Strecke auf dem Niveau der Niddertalbahn in Simrail. Das heißt mit Multiplayer. Entsprechend länger, ne? Oh, wäre schon ein Highlight. Das wäre schon ein Highlight. Express, diesmal mit DB Rot oder in DB Rot. Verkehrsrot, ja. Während wir hier in unserem schönen Altrot mit beigem Streifen unterwegs sind. Ja, also ich muss echt sagen, mir gefallen die alten Farben, auch wenn sie dunkel sind, so, ne?
Finde ich das schon schöner. Finde ich schöner, ehrlich. Also, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, war eine andere Zeit damals, ne? Keine Frage. Aber so vom Design her, ne? Finde ich das schöner. Aber da geht es mir auch nicht um die Epoche, sondern auch wenn es eine neue Lok wäre oder so, die würde ich in Dunkelrot auch schöner finden. Als in so einem Verkehrsrot. Oh. Oder auch hier, hier haben wir wahrscheinlich nur zwei Ampeln von... Ne, wir haben sogar alle drei diesmal stehen, sehr schön. Das sind auch so Sachen, die oftmals in die Hose gehen. Wo ist eigentlich der Zug hin, der vor uns war? Keine Ahnung. Oder ist es der da? Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt sogar noch hier im Bahnhof überholen. Wer weiß. Aber lernen wir anhand der alten Bahnsteige, Züge waren früher deutlich länger. Lokschuppen am Start. Wie schnell fahren wir überhaupt? Ja, 94, 95. Passt also ungefähr. Aber scheinbar haben wir irgendwie den Zug vor uns nicht mehr. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Wenn die jetzt nachher noch aufklärt. Boah. Erste Sahne. Erste Sahne dann. War nachher noch bei gutem Wetter hier wieder übermorgen zurückfahren, also übermorgen im praktischen Sinne, im virtuellen Sinne heute Mittag. Eieiei, wäre schon was Schönes. Also Frankfurt am Main sind wir mit der Lok überm Daumen um 10, dann müssen wir die noch ankuppeln, dann sind wir 11. Ja, 12 Uhr da weg, sind wir 1 Uhr in Mainz mit dem Zug. Ungefähr. Boah. Damit man das mal so ungefähr auf dem Schirm hat. Also 13 Uhr in Mainz. War eine schöne, gemütliche Tour. Also, gut. Viel, viel langsam Halt verstellen wie nur vor uns. Aber das scheint jetzt echt geregelt zu sein. Also, aber gut, wir fahren ja auch noch ein gutes Stück. Also, das kann sich auch nochmal ändern. Dass wir den nochmal einholen. Wenn es wirklich eine Regionalbahn ist, könnte es natürlich durchaus sein, dass ich gleich irgendwo nochmal stehen muss.
aber eigentlich. Was die auch nicht tun, ne? Wie ist das eigentlich echt? Eigentlich müsst ihr doch auch. Hab ich noch nicht drauf geachtet. Auto wirbelt ja Regen auf, ne? Regen auf der Straße. Wie ist das eigentlich bei so einem Zug? Also in echt. Macht ein Zug das auch? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß nicht. Habe ich so mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich dürfte er doch auch nicht keinen Regen aufwirbeln, großartig, oder? Weil. Beziehungsweise kommt er aufs Gleisbett an, ne? Also ich meine, jetzt bei so einem Schotterbett dürfte eigentlich doch nichts passieren. Weil es liegt ja kein Wasser auf der Strecke als solches. So ein bisschen auf den Gleisen, ja, aber. Und für sich dürfte er ja keinen Regen aufwirbeln, oder? Also Regenwasser. Oder wie ist das? Jo. So. Wo sind wir denn jetzt? Oh, ist noch ein gutes Stück. Ist wirklich noch ein gutes Stück. Ah ja. Sodler? Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung, wo wir sind. Was ich hier schon mal gehalten habe an der Stelle. Aber merke ich jetzt echt diese. Wir kriegen keine Langsamfahrt mehr. Wir dürfen jetzt anscheinend echt durchfahren. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich meine, wir sind jetzt auch eine Stunde auf Tour beim Daumen. Ja, kann man mit leben. Hier ist schon wieder ein geöffneter Bahnübergang. Entschuldigung, das war das Mikro. Ja. Schöne plätschernde Geräusch. Oh. Ingelheim sind wir jetzt. Okay. Vielleicht hört es ja noch bis Mainz auf. Ich weiß es nicht, aber wäre doch mal was Schönes. Aber ich glaube, ich würde durchrechnen. Es wird den ganzen Tag durchtreten. Mm-hmm.
Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt gerade wieder sprachlos, also. Gute Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Wie sage ich bei euch das Wetter gerade? Ich meine, würde mich jetzt echt mal interessieren, weil dann sich. Dann habe ich auch mal so eine Rückmeldung. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ist das Wetter bei euch gerade? Dann kann ich auch sagen, weiß ich auch mal, dass ihr wirklich bis zum Ende guckt. Das wäre echt mal eine coole Sache. Schreibt mal wirklich alle rein, wie das Wetter bei euch ist. Ganz kurz, die Sonne scheint oder es regnet. Ganz kurz gehalten und jeder wundert sich, der hier das Video öffnet, warum steht da einfach nur, es regnet, es scheint die Sonne. Aber es ist auch nicht bei mir, sondern wirklich es. Ganz kurz und knapp, es scheint die Sonne, es regnet, es ist windig, die Sonne scheint. Die Sonne kommt raus. Oh mein Gott. Die Sonne kommt raus. Ey, die Sonne kommt raus. Ja, krass. Ja, das ist jetzt echt cool. Ja, also hier scheint auch die Sonne. Deswegen. Das ist jetzt ja echt cool. Also war ja schön getimt. Gut. Wenn es jetzt noch aufhört zu regnen bis zum Ziel, ist natürlich noch besser. Dann war es wirklich noch ein Regenschauer. Ich meine, den hatten wir ja drüben auch. Ungefähr zu der Zeit, ne? Ich weiß jetzt nicht, bis wann wir da genau gefahren sind. Ich meine, bis halb neun, ne? So im Daumen. So, jetzt kommt uns wieder ein Intercity entgegen. Hallo Intercity. Fenster mal wieder aufmachen. Ah, ich lasse es doch besser zu. Ich lasse es zu. Da haben wir eigentlich die 98. Ja, die fahren wir wirklich konstant. Das ist doch schön. Ja, aber mit dem Wetter finde ich gute Idee. Schreibt es einfach rein. Sonne scheint. Regnet. Der Mond scheint. Keine Ahnung, irgendwie so ganz dumpf, trocken. Kurz gebunden. Das sieht auch jeder. Und jeder, der es nicht bis zu Ende geguckt hat, der weiß auch nicht, worum es hier geht. Kommt dann noch ein Intercity. Ey, cool. Also manchmal ist das ja schon krass, wie viel Zugverkehr hier doch auf der Strecke ist. Also. Ist schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Schickst uns links durch oder schickst uns quer durch den Güterbahnhof? Nee, ne? Machen wir eigentlich Stau? Ist jetzt natürlich auch mal eine interessante Sache. Ja, wir machen Stau. Da ist schon mal ein Zug. Da ist noch einer. Also zwei haben wir schon im Nacken. Zeigendes Signal. Da kommt gleich ein dritter irgendwo. Sie fahren Zwangsbremsung. Also wir machen auch Stau. Muss man ehrlich sagen. Wobei wir jetzt auch nicht unbedingt besser waren, weil wir ja auch im Stau drin waren. Also. Ist schon. Verkehr am Start. Also hier steht auf jeden Fall ein Triebzug, der ist am Warten. Wir sind nach oben gemusst, ne? Also hier ist schon. Was ist denn der nächste Block? Ja, wirklich in fast jedem Signalblock befindet sich ein Zug hier hinter uns. Muss man ja mal ehrlich sagen, ne? Also. Das muss man jetzt ja ehrlich sagen. Na, also wir waren jetzt irgendwo da hinten in dem
Bahnhof. Hier so. Hier jetzt nicht. Hier ist jetzt nicht mehr viel los, aber zumindest hinter uns sind schon mal 4 Züge, die wirklich uns am liebsten überholen wollen würden. Muss man mal offen anhauen. Ja, die Sonne ist im Übrigen auch schon wieder weg. Schade. Ja, jetzt mal so ein 10 Minütchen. Um da, um da. Das finde ich verkehrt. Aber auch cool, wenn man hier so wirklich quasi in die Gärten reingucken kann, ne? Also, sowas mag ich ja. Ich meine, die Anwohner garantiert nicht, aber ich finde das ja schon lustig, wenn man so in die Gärten der Häuser gucken kann. Das hat schon was. So. Ach, guck mal, der hat eine Solaranlage auf dem Dach. Hier ist auch gerade keine Menschenseele am Bahnhof. Ist auch schön. Nun ja. Die letzten 6 Kilometer geht jetzt ja ganz zügig. Da bin ich mal gespannt, ob das alles funktioniert jetzt. Also wir auch endlich einen Zug haben, mit dem wir vernünftig bremsen und fahren können, ne? Ja, wir sind ja mit eigener Kraft dahin gekommen, kein Problem. Aber ja. Echt mies. Das ist wirklich mies. Gut, also Bad Wilbel soll der Rubel angekoppelt werden. Ist okay, kriegen wir hin. Heißt hier dann 11. Ah, dann sind wir 12 Uhr in Frankfurt. Passt das? Warte mal, wir haben jetzt 10 nach 9. Ja, mit dem Tempo, also sagen wir so 11, halb 12 ist der in Bad Wilbel. Boah, da zieht sie schon noch. Also eins sind wir schon eher fast 14 Uhr hier. Dann sind wir. Pik mal Daumen. Ah, 14 Uhr. Ah, ich gehe davon aus, dass wir 13 Uhr schaffen. Also 4 Stunden brauchen wir jetzt nicht für ihn zurück. Wir fahren jetzt von hier aus noch gute Stunde. Eine Stunde. Vielleicht kann uns auch der andere Zug noch mit der V60 auch nach Frankfurt bringen. Trifft man sich da, dann haben wir 10. Dann sind die 11, dann sind wir jetzt 12. Mit Kopf machen, blau und blub. 12, 1 Uhr. Überm Daumen. Ja, 1 Uhr rum, denke ich. Schaffen wir. Das war so 1 Uhr. Hier sind 1, 2 irgendwie so. Überm Daumen. Das sollte machbar sein. Wir werden sehen. Aber morgen geht es erstmal auf das zweite Teilstück der Niedertalbahn. In der V60-Komposition. Ach Gottchen. Da habe ich auch schon Lust drauf. Naja. Wat mut, dat mut. Dann haben wir wirklich, das ist jetzt Teil 6, Teil 7, ein 8-Teiler. Nur die Hinfahrt. Ob ich dann noch anschließend nochmal ein paar Folgen machen werde, wie wir zurückfahren? Ich glaube nicht. Das hat aufgehört zu rechnen. Das hat echt aufgehört zu rechnen. Diese Ruhe. Ey, cool. Das hat wieder aufgehört zu rechnen. Das ist ja mal schön. So. Kilometer noch bis zum Ziel. Dann können wir den Tempo rausnehmen.
Brauche ich jetzt eh nicht mehr. Komme ich jetzt 2 Kilometer noch im Rollen. Das ist ja so der Weg wie von mir aus bis zu meiner Arbeit, von der Distanz her. Geht ja ganz schnell. Ich weiß gar nicht, kann ich mit dem Auto auch 2 Kilometer weit rollen? Von Tempo 100 auf 0? Oder genauso lange? Warte mal, jetzt haben wir 91, ne? Wir haben 2 Kilometer. Muss den gleich garantiert bremsen, ne? 1 Kilometer waren 10 km/h. Differenz. Das ist auf Halt, das ist auf Halt, das ist auf Halt. Oh, das ist nicht auf Halt. Oh mein Gott. Glück gehabt, echt Glück gehabt. Also, das wäre jetzt voll vergackt gewesen. Eisenbahn und Häfen fährt neuerdings Personenzüge. Auch interessant zu sehen. Was haben wir noch so hier? Alter Lokschuppen. Ja, wie dem auch sei. Ich denke, wir haben das Ziel unserer Tour quasi jetzt erreicht. Alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wie gesagt, wenn ja, gebt dem Ganzen ruhig einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren. Alles Sachen, die man niemals tun sollte, weil es könnte mal zu Problemen führen. Weil dann habt ihr ständig oben Bauer sein Dattel stehen. Das ist echt nervig. Und dann guckt euch nur so einen Plunder hier an. Ne? Will ja keiner sehen. Deswegen. Ja. Gut. Da fährt Lava Entertainment weg, habt ihr gesehen. Er ist auch oft hier auf der Strecke vertreten. Sehr oft. Ja, wir halten mal unseren Hobel hier an. Bleibst du wohl stehen? Also ich fahre jetzt ja nicht schneller, das waren 20 km/h. Wahrscheinlich die... Mann, oh, jetzt muss ich aber nochmal 10 Meter zurückfahren. Eieiei. Offiziell würde ich das niemals tun, aber es geht jetzt hier wirklich um die paar Punkte und EP, die wir kriegen. Weil die habe ich ja schon auf der Niedertalbahn nicht bekommen und... Oh, Mann. Ihr wisst, was ich meine. So, geht hier ums Prinzip. Meter, ja. Da kommt der Intercity. Der hinter uns war. Auch schön, dass wir den mal sehen, ne? Jetzt aber. Bling, bling, bling. Benötigt Zeit, Stunde 13. So. Wir gehen nochmal eben kurz zum freien Spiel zurück. Ich will mal gucken, was da noch so kommt. Ehe wir quasi am nächsten Tag wieder... Boah, ey, guck mal. Als hätte es nicht geregnet. Ey, die ganze Zeit schlechtes Wetter und jetzt mal wieder gutes Wetter. An. Da hinten kommt wieder der liebe Jan. Lava Entertainment mit roter Beleuchtung. Ja, jetzt abonnieren. Schaut auch mal bei ihm rein. Das sind so Sachen, die lohnen sich auf jeden Fall. Die lohnen sich. Seht es euch an.
wirklich eine schöne Lokomotive auch vom lieben Trainfan DB, ÖBB. Ja. Was wäre das? Und damit sage ich dann mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.